In freier Natur einen Schatz suchen oder über Felsen und in Höhlen klettern. Was wie ein Prospekt für einen Abenteuerurlaub klingt, ist im eigenen Umfeld möglich. Der Trend geht zum Mikroabenteuer. Beim Geocaching versucht man mit Hilfe seines Smartphones versteckte Schätze zu finden. Meist handelt es sich dabei um ein Büchlein, in das man seinen Namen eintragen kann. Manche Caches bieten auch die Gelegenheit, einen Wanderstein für den nächsten Finder zu hinterlegen. Egal wie man es anpackt, in jedem Fall kann man alleine oder im Kreis seiner Lieben so auf eine abenteuerliche Weise Zeit im Freien verbringen und dabei auch den einen oder anderen Erfolg verbuchen, wenn man den Geocache denn findet. Vielerorts kann man in Niederbayern auch Naturdenkmäler oder Schauspiele besuchen, so wie die Kaser Steinstuben zum Beispiel. Auf über 100 Metern Länge ziehen sich hier riesige Gesteinsblöcke durch den Wald. Dieser sogenannte Blockstrom entstand, als vor sehr, sehr langer Zeit Gesteinsschichten zerbrachen und durch Bodenfliesen hangabwärts wanderten. In kleinen Höhlen und Spalten kann man klettern, springen und staunen. Ein spektakulärer Anblick unter dem dichten Dach des Waldes. Was sich ebenso anbietet, ist eine Wanderung im Bayerischen Wald. Die Buchberger Leite zum Beispiel ist ein wunderschönes Wanderziel für Groß und Klein. Ob man sich nun in den Bayerwald aufmacht oder in der eigenen Umgebung bleibt, ob man Schätze suchen oder Wandersteine verteilen möchte, Niederbayern bietet viele Möglichkeiten zu kleinen Abenteuern im Freien.